Der FC Bayern München gewinnt dank zum einen Thomas Müller, zum anderen aber auch des VARs. Wir schauen uns die Highlights dieser Partie an. Vorab lasst ein Like auf das Video da, ein Abo auf den Kanal, um auch in Zukunft keine News mehr zu verpassen. Ja, damit gehen wir doch rein in die Analyse des Spiels. Ja, Thomas Müller trifft bei seinem Rekordspiel, aber das Spiel ging erstmal ganz anders los. Die erste Halbzeit, würde ich sagen, da hat man ganz klar gesehen, was hier taktisch los ist. Guardiola-Schule. Die Bayern spielen quasi in einem 4-1-4-1. Dabei spielt aber Gnabry eher teilweise den rechten Außenverteidiger und Joshua Kimmich, der planmäßig auf rechts außen steht, der spielt eigentlich eine Doppel-6 mit Alexander Pavlovic. Das ist schon mal sehr, sehr überraschend, wie sie das hier aufgezogen haben. Aber ich muss sagen, hat mir eigentlich echt ganz gut gefallen. Also sie haben das gut umgesetzt. Man hat nur manchmal gemerkt, ja, über die rechte Seite konnte man dann nicht so viel spielen. Also gerade defensiv und natürlich hat Freiburg hier immer wieder versucht, dass sie über die rechte Seite kommen. Die erste Halbzeit plätschert so vor sich hin. Man muss sagen, insgesamt in der ersten Halbzeit 76% Ballbesitz. Das ist richtig, das ist Guardiola-Niveau. Aber tatsächlich nur 3 Schüsse auf jeder Seite. Das war relativ wenig. Die Bayern haben viel Ballbesitz, aber wenig draus gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Und dann haben sie auch meiner Meinung nach zumindest etwas Glück. In der 38. Minute trifft Harry Kane per Elfmeter. Aber nach einem relativ fragwürdigen Handelfmeter, den hat es auch schon mal nicht gegeben. Er kommt zum Kopfball. Er geht dann an die Hand von, ich glaube, Christian Günther und ja, der Ball verändert wirklich minimal seine Laufbahn, seine Schussbahn. Und ja, ich finde halt grundsätzlich sollte man diesen Elfer eigentlich nicht geben, aber nach den Regularien der Bundesliga musst du ihn dann letztendlich geben, weil er natürlich ein Ball, der aufs Tor fliegt, mit der Hand berührt würde, wo auch immer der Ball dann hingegangen wäre, ob der dann reingegangen wäre, glaube ich persönlich jetzt nicht. Trotzdem Handelfmeter, Harry Kane verwandelt das Ding in der 38. Minute. Und ja, dann gehen wir doch rein in die zweite Halbzeit. Da haben die beiden nicht mehr ganz so viel Ballbesitz. Wenn man es jetzt runterbrechen würde, waren es glaube ich 56%. Overall kommt man trotzdem auf 67 Ballbesitz, 12-9 Schüsse und ja, die Bayern waren dann am Anfang der zweiten Halbzeit erstmal ja so ein bisschen hinterher. Sie haben sich dann so ein bisschen schwerer getan, das muss man ganz klar sagen. Und in der 59. Minute kommt Thomas Müller ins Spiel und er ist damit Rekordspieler der Bayern. Das kann man jetzt offiziell sagen, 710 Einsätze. Er ist damit einziger Rekordhalter. Er hat richtig, richtig viele Spiele für die Bayern gemacht. Er ist jetzt damit alleiniger Rekordhalter vor Sepp Maier, dem Torwart. Und das ist schon eine richtige Benchmark. Freut mich. Dann kam auch João Palhinha in die Partie. Auch er war jetzt das erste Mal bei einem Pflichtspiel mit dabei. Auch das natürlich schön. Aber man hat hier ganz klar gesehen, Kompany, der plant so ein bisschen anders mit den Spielern. Auch ein Goretzka, der kam in der 89. noch rein, aber auch in die Innenverteidigung. Also hier merkt man so richtig die Guardiola-Schule, auch diese Sachen mit Kimmich, die Aufstellung und so weiter und so fort. Der ist am Experimentieren, aber lass den Mann mal kochen. Thomas Müller, das ist das richtige Stichwort. Da kam es nämlich dann auch schon zu der Aktion des Spiels, meiner Meinung nach. Er hat das Ding entschieden, denn das 2-0, da pflückt er den Ball. Aber sowas von geil aus der Luft nach Vorarbeit von Serge Gnabry in der 78. Spielminute und knallt das Ding dann rein. Super Ball. Ich finde auch, das Spiel an sich geht klar. Die Bayern hätten dann beinahe noch den Anschlusstreffer in der 96. kassiert per Elfmeter nach einem blöden Foul. Lukas Höhler hat das Ding dann aber nicht reingemacht, sondern in die dritte Etage geschossen. Dementsprechend geht der Sieg, finde ich, klar. Wenn man sich die Statistiken anguckt, sind die Bayern hier auf jeden Fall überlegen. Expected Goals, ein Expected Goal, 1,09 bei Freiburg, 1,65 bei den Bayern, also grundsätzlich geht das Ding klar. War dann aber doch knapper, als man jetzt vom Ergebnis her und vom Ballbesitz und so weiter her glauben könnte. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von der Leistung der Bayern? Wie immer, euer Kommentar dalassen. Das war's von mir. Bis dann, Leute. Ciao.